Hallo, hier ist Stille Wut in München. Jetzt haben wir zu der Franz-Josef-Straße 29 in München einiges ermittelt. Der Hausbesitzer war ja damals, wo er verkauft hatte, 2013, Dr. Hans-Jörg Wagner in der Forsthausstraße 14 in Grünwald. Herr Wagner hat ja noch mehr Projekte, darunter auch die St. Bonifatius-Straße 2. Er hatte auch gleichzeitig 2013, wo er die Franz-Josef-Straße 29 verkauft hatte, eine Modernisierung vorgenommen, beziehungsweise 2011, 13 war es ja dann abgeschlossen, beziehungsweise 2012 Ende, aber 13 ging es dann so los, dass dann die Erhöhungen reingegangen sind. Jetzt haben wir Folgendes festgestellt, weil die ganzen Rechnungen von der Hausverwaltung, die ja in Berlin geschaltet war, für das Projekt auch in der St. Bonifatiusstraße 2, dass die Firma Immobilien M. Ostermann in der Handreichstraße 19 in 12159 Berlin, wo wir ja auch immer solche Rechnungen bekommen haben, wo man ja auch sieht, dass da die Straße mit angegeben worden ist, dass es sich dann umgewandelt hatte ab 2013 in eine andere Firma, also andere Adresse von der M. Ostermann. Also oben steht ja Dr. Hans Michael Wagner, meine ich, und dann Ostermann, und zwar in der Brandenburgischen Straße 16 in 10707 Berlin. Das lief dann ab von 2013 bis jetzt im Frühjahr. Jetzt habe ich mal mir die Mühe gemacht und wollte mich mal erkundigen, ob diese Ostermann Immobilien überhaupt gewerblich angemeldet ist oder dort gemeldet ist, und konnte feststellen, dass da nie eine Meldung war, eine gewerbliche, beziehungsweise dass auf Paragraph 34a ja eigentlich diese Ostermann M. Immobilienfirma sich ja eigentlich anmelden müsste. Es hat aber nicht stattgefunden. Festgestellt habe ich, dass in dieser Brandenburgischen Straße 16 in Berlin ein Anwalt, Herr Peter Fröhlich, dort seine Räumlichkeiten für diese Ostermann Immobilien zur Verfügung gestellt hat und die von dort aus diese Rechnungen irgendwie gefertigt hatten und an uns Mieter sozusagen nach München geschickt haben. Was aber an der Sache interessant ist: Wie kann das sein, dass eine Immobilien M. Ostermann von einer Adresse, wo sie gewerblich nie gemeldet, angemeldet worden ist, wie auch eine Einwohneranmeldung nie da war, solche Rechnungen überhaupt geschickt werden können? Zum anderen ist es auch fraglich, weil der Herr Peter Fröhlich ja auch Rechtsstreitigkeiten mit Mietern ausfechtet vor dem Gericht hier in München, weil natürlich das Objekt hier in München ist und der Dr. Wagner sozusagen der Kläger ist, fungieren kann, obwohl er mit der Ostermann-Firma sozusagen im Endeffekt ja zusammensitzt, beziehungsweise auch er der Vermieter ist, und wie auch heute Thilo Ostermann zu seiner plötzlich neuen Adresse auch aussagt, dass er gemeinsam mit Herrn Fröhlich zusammenarbeitet. Und dazu möchte ich einen Paragraphen angeben, und zwar, das ist ein Rechtsanwalt, steht da, sei es gemäß Paragraph 43a Absatz 4 BrAO verboten, widerstreitende Interessen zu vertreten. Grundlage der Regelung des Paragraphen 43a Absatz 4 BrAO seien das Vertrauensverhältnis zum Mandanten, die Wahrung der Unabhängigkeit des Rechtsanwaltes und die im Interesse der Rechtspflege gebotene Geradlinigkeit der anwaltlichen Berufsausübung in Klammern BT-DRS Punkt 12/4993, S Punkt, also Seite 27 F Punkt. Klammer zu. Ein Verstoß gegen das Verbot des Paragraphen 43a Absatz 4 BrAO führe zur Nichtigkeit des
Anwaltvertrages. Und dieser Anwalt, Peter Fröhlich, ist hier fröhlich dabei, genau Herrn Dr. Wagner zu vertreten, der im Endeffekt auch mit dieser Firma Ostermann zusammen in einer Abhängigkeit steht und somit auch wieder die Abhängigkeit zu Dr. Wagner steht. Und da frage ich mich, was sind das für Touren, wo Hausverwaltungen in anderen Städten fungieren, wo überhaupt die Frage ist, ist diese Hausverwaltung überhaupt eine Hausverwaltung oder ist Herr Peter Fröhlich die Hausverwaltung oder was ist eigentlich eine Hausverwaltung und warum sind die ganzen Abrechnungen von einer Adresse, die gar nicht existent ist beziehungsweise die gar nicht eingetragen ist und warum sind solche Rechnungen sozusagen unfrankiert und werden hier von einem Hausmeister zusammengefaltet und in den Briefkasten geworfen. Ich denke mal, dass da noch viel mehr dahinter steckt und wir sind dabei, das herauszufinden. Schöne Grüße, Stille Wut in München. Jetzt hat Stille Wut noch eine Frage und zwar, Peter Fröhlich hat doch als Untermieter den Ostermann gehabt, oder ihr? Ja, das stimmt. Stimmt das? Ja. Und genau das ist auch der Punkt. In der Brandenburgischen Straße 16, in 10707, haben wir die Hausverwaltung gesprochen. Herr Peter Fröhlich ist seit einiger Zeit aus seinen Büroräumen rausgegangen, hat praktisch alles leer geräumt und den Schlüssel nicht abgegeben. Und diese Hausverwaltung von dieser Brandenburgischen Straße 16 ist dabei gerade, Herrn Fröhlich zu verklagen, wegen angeblichen 30.000 Euro Mietschulden. Das wird immer lustiger. Jetzt ist dieser Peter Fröhlich, der ja auch dem Gericht hier im Amtsgericht mitgeteilt hat, dass er ja jetzt in der Bundesallee 53 oder 54, ich weiß jetzt nicht genau, in Berlin jetzt sesshaft geworden ist in seiner Kanzlei. Dort ist natürlich nicht mehr die Hausverwaltung, die muss sie ja auch leer räumen, weil sie als Untermieter auch nicht mehr drin ist. Darum hatte auch Ostermann jetzt auch eine andere Adresse. Will man hier dem Gericht vorgaukeln, dass man hier überhaupt nicht zusammensteht und überhaupt keine gemeinschaftliche Abhängigkeit hat, um diesen besagten Paragraphen, den ich Ihnen vorhin vorgelesen habe, irgendwie außer Fecht zu setzen? Also ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Wir werden Sie weiter informieren. Tschüss!